zweite Ecke erst für die Bregenz im Spiel. Pedersen, ganz knapp vorbei von Emmanuel Akpo-Ekpo. Der K ist ein Wechsel ins Ausland. Soll sich in diesen Tagen abzeichnen, nachdem Walter Schachner kein Interesse am nigerianischen Teamspieler hatte und Emmanuel Akpo-Ekpo mit dem 2:0. Zwar nicht typisch herausgespielt, aber natürlich, ein Mann war frei, auch wenn es eine größere Distanz war. Akpo-Ekpo, der fünfte Mann, war frei und er war unhaltbar, war wirklich sehr platziert ins Eck. Zuspiel von Linker, also Akpo-Ekpo mit dem 2:0. Bregenz in den weißen Dressen in der ersten Hälfte von links nach rechts, das ist Akpo-Ekpo. Und da hätte er fast Wolfgang Knaller im Tor von VfB Admira Wacker Mödling überrascht. Und der zweite, der Slowen, da steigt ihm Akpo-Ekpo unabsichtlich auf den Kopf. Mischura spielt im rechten Mittelfeld. Kvarnebert, Mira Markovic und Olsa. Und hier der Versuch einer Flanke von Bregenz. Der Platz deutet weiterspielen, kein Hens. Pedersen, Akpo-Ekpo schön heruntergenommen und das 0:3 in der 81. Spielminute. Glückliche Hand von Trainer Regi van Acker. Na, ich glaube, er kann noch diesen Erfolg gebrauchen. Akpo-Ekpo, kurz gespielt. Auf Peter Linker, von der Idee her ausgezeichnet. Paul Scharner war mit Linker mitgelaufen, hat ja auch aufgepasst. Ist dato die beste Möglichkeit für Bregenz. Sicheres Händchen von Heinz Hochhauser. 10 Minuten später, Unger und Emmanuel Akpo-Ekpo mit dem Ausgleich. Und auch Akpo-Ekpo bei den Bregenzern mit dem ersten Ballkontakt im Spiel. Zu kurz die Faustabwehr von Franz Wohlfahrt. Und wie schon einig, Akpo-Ekpo bei den letzten Spielen. Akpo-Ekpo und mit vereinten Kräften. Emmanuel Akpo-Ekpo, schöner Trick und ein guter Schuss, der Dirk Heu eine ordentliche Parade abnötigt. Der Mann aus Nigeria also wieder zurück bei den Bregenzern, nachdem er lange Zeit gefehlt hat, und das hat er exzellent gemacht, spielt rechts im Mittelfeld. Anzi, Laszlo Klaus, Emmanuel Akpo-Ekpo, 1:0 Bregenz führt und die Vorarlberger sind eindeutig. So, jetzt braucht er auch ein bisschen das Glück des Tüchtigen heute. Das hätte sich seine Mannschaft absolut verdient, Bregenz. In Summe die bessere Mannschaft, die Mannschaft mit mehr Laufbereitschaft, mit mehr Herz. Bis zum Führungstreffer haben die Bregenzer auch zu zehnt alles versucht. Der FC Kärnten wirkt müde. Der Klagenfurt dann gehört natürlich diese Schlussphase. Aber jetzt vielleicht noch einmal Akpo-Ekpo mit der Chance auf die Entscheidung und Linker. Akpo-Ekpo. Sitzfußball im Finish, aber auch dramatisch. Das wäre die endgültige Entscheidung gewesen. So geht es noch 100 Sekunden.